Hey Rezo. Wenn das Video wirklich viral gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich die Wahl verloren. Jeder weiß, dass Kranplätze verdichtet sein müssen. Nach der Bahn, das ist ja wieder alles pünktlich geworden, seit wir regieren. Schauen wir mal, was wird. Frag nicht, was für Saft. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe einen ganz besonderen Gast dabei. Das ist der Herr Lauterbach. Herr Lauterbach ist Bundesgesundheitsminister und wir gucken uns jetzt deutsche Memes an. Ich weiß nicht, wie gut Sie sich auskennen im Meme-Game. Nicht wirklich gut, aber ich bin hochneugierig und wissbegierig. Memes sind ja praktisch so Videos, die jeder in Anführungszeichen in meiner Bubble Abstand. Man schickt die sich dann so hin und her. Solche Klassiker gucken wir uns jetzt steigen wir ein. Haben noch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? Haben Sie das Meme gefühlt? Sympathischer Mensch, der diese junge Frau da lang macht. Wenn ich jetzt nicht Politiker wäre, dann würde ich sagen, das ist sehr deutsch. Aber daher sage ich das jetzt nicht. Ja, stimmt, da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Ich kann das aber sagen, oder? Ja, sicher. Natürlich. Das ist sehr deutsch. Okay, das also lasse ich unkommentiert. machen wir mal. Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen. Sie begehen eine Straftat. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht. Kennen Sie den nicht? Nee. Sie kennen den nicht, nee, denn ich begehe eine Straftat. Irgendwo in Ostdeutschland, da ist das halt passiert. Also es ist auch wieder sehr lustig, weil manche Menschen sagen könnten, dass es sehr deutsch sei. Ich als Politiker nicht. Ja. Ich könnte jetzt also noch einen größeren Fehler machen und könnte beispielsweise fälschlicherweise sagen, dass es völlig ostdeutsch ist. Aber das würde ich nie sagen, dann komme ich noch in einen Döpfner-Verdacht. Also ja. Von da gehen wir doch weiter. Okay, das ist jetzt wieder ein sehr schlechter Wortwitz. Ja, den kapiere selbst ich. Okay, dann machen wir einfach weiter, weil so lustig ist er auch nicht. Okay, rauchen Sie oder trinken Sie Kaffee? Ich trinke ihn. Ist wieder nicht so lustig gewesen. Ich kann dem Angreifer deutlich zeigen, deutlich artikulieren, was ich will. Ich zeig's ihm mal. Halt! Oder ich kann Zeugen auffordern, mir zu helfen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Fanden Sie das jetzt nicht lustig? Weil ich fand das sehr lustig. Das ist tatsächlich jemand, der natürlich einen Angreifer auch verunsichert und einschüchtert. Also, er hat es ja sehr robust und warnend vorgetragen. Und war auch von der Statur beeindruckend, von daher, ich denke, so einen raubt keiner aus. Oh ja, wir sind hier im Ritz-Carlton und dürfen nicht einchecken, weil Orangensaft verschüttet wurde. Frag nicht, was für Saft? Ursaft. Wir fühlen uns nicht besonders nervös. Nee, aufgeregt nicht. Nein. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Also ich finde, man kriegt einen Eindruck, wer von den beiden, ich sag mal, die Hosen anhat. Ganz klar Patriarchat. Ganz klares Patriarchat an der Stelle. Ich finde es ja lustig, dass es immer noch Leute gibt, die sich beschweren, wenn man keinen BH trägt. Excuse me? Wir haben 2022. Das ist auch sehr durch die Decke gegangen, dieses Video. So ein kleines Video, alle schicken sich das rum, weil dieser Sound einfach so lustig ist, wo jemand sagt, excuse me? Wir haben 2022. Excuse me? 2023? Und es wird immer noch AfD gewählt? Bitte nicht. Oh. Bitte nicht. Wir freuen uns über jeden Abonnenten. Und wir wollen gerne wissen, warum Sie an dem Punkt sind, warum Sie sagen, ich würde gerne mein Abo kündigen. Urs Poschert, also der hier kämpft für die verlorenen Abos, da ist mein Rat an den Kollegen, einfach besser schreiben. Ich schließe mich da an. Kranplätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hoch, jetzt guck dir die Scheiße an. Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Du musst mal fragen, ob die, weiß ich nicht, sollen wir nach Hause fahren oder was? Ist doch lächerlich, oder? Wissen doch, was so ein Kran wiegt, oder? Junge, jetzt kriege ich jetzt langsam hier, werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam! Ja, wild. Oh. Haben die kein Bandmaß, was 8 Meter lang ist? Oh, easy. Ja, aber ich verstehe das schon, dass er sehr frustriert ist, weil jeder weiß, dass Kranplätze verdichtet sein müssen. Das ist schon, also ist schon ein Grundschulding, dass man das so lernt. Und wenn das dann nicht ernst genommen wird, ich kann den Frust verstehen. Mhm.
Ach, ich bin ja echt Fan von Bier und Braten. Wenn du einen halben Tag bei deiner Oma warst. Ferrero Rocher, etwas Rustikales, Schnitzel und Spargel durch aus Airteam Popcorn und natürlich sehr gerne Wildfleisch, Bratkartoffeln, Salami und ein bisschen Schinken. Das ist doch die Antwort auf dich, ne? Ja, das ist die Antwort auf mich. Wenn der Typ, also wir haben Glück gehabt, wenn das Video wirklich viral gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich die Wahl verloren. Hey Rezo, du alter Zerstörer. Das ist so ein Bringer. Wirklich, Talent pur. Haben wir beide Glück gehabt. Von deiner Lassung wäre nichts übrig geblieben und wir hätten die Wahl verloren. Das stimmt, hätte dieses eine Video rausgebracht. Ja, ja. Das ist wirklich. Also da, wir haben gezickert, ehrlich gesagt, aber so ist es halt. Vielleicht findet man das ja noch irgendwo, vielleicht ist das ja noch auf irgendeiner Festplatte. Ich habe, ehrlich gesagt, andere Sorgen, dass er da durchstartet bei der nächsten Wahl. Da holen wir bei den jungen Leuten keine Stimme mehr. Oh, bist du schon verlobt? Nein. Aber ich sehe da einen ziemlich fetten Iceberg. Voll crispy, der Typ und so. Diese Hater an und bin am Ballen, ähnlich so wie ein Laker, Mann. Check das aus, ich sipp die Coke mit dem Jim Beam Getränk und das Coke ist im Wasser wie ein Swim Team. Du Penner. Schisch. Also beeindruckend. Die lyrische Kunst. Die lyrische Kunst ist sehr beeindruckend. Echte Poesie. Wer Moneyboy nicht mag, liegt bald im Sarg. Auch in diesem Jahr können Jugendliche über das Jugendwort des Jahres entscheiden. Haben Sie das Jugendwort des Jahres mitbekommen? Nee, habe ich nicht. Okay, ich spiele einfach mal ab und Sie können danach sagen, welche Sie vielleicht kannten. Gommemot. Sü. Smash. Wild. Digger. Macher. Bodenlos. Slay, Sass und Bre. Kannten Sie davon Worte? Nee. Wild mit Y, also wüsste ich nicht, was das... Also das ist, wenn eine Sache, was ganz in erster Linie was Positives, Tolles, boah, das ist aber wild. Aber wieso das Y? Hätte ich nicht. Einfach damit es cooler ist. Damit es cooler, ganz klar. Nee, nee. Wissen Sie, was Slay, was das ausdrückt? Also würde ich sagen locker, relaxed. Ist das richtig? Nee, es ist eher so ein Abfeiern von jemandem. Wenn zum Beispiel im Bundestag jetzt jemand vorne eine Rede hält und die ist eine ganz gute Rede. Also wie heute Morgen, als ich zur Kindergrundsicherung... Genau. Danke. So, da haben ja alle anderen im Raum, haben ja dann so reingerufen und gesagt, Slay. Ja. Und damit wollten die sagen, dass es die Rede gut war. Du, ich denke noch, also was sagen die da? Und ja, wir können hier kurz eine Szene davon einspielen. Ja. Wir müssen uns einander vertrauen. Vielen Dank. Slay. Raus, ja, es liegt an dir, dass du nichts zu sagen hast. Sag die Mucke mehr an, raus, Alter, mach raus. Wichser. Wie bitte? Entschuldigung. Sie, Wichser. Nein, da wurde ein Polizist nicht sehr respektvoll behandelt. Er hat falsch eingeschätzt. Er hat gedacht, der Polizist nimmt Anstoß an dem Du. So vertraulich war man nicht. Entschuldigung, Sie, Lexa. So, nachdem heute die Sonne immer mal hinter den Wolken hervorlunst, habe ich mir mein Lachmotorrad ausgepackt. Und das starte ich jetzt gleich mal mit einem. Ha, 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 ha. Ah. Gott, schön. Können Sie sich vorstellen, warum die bekannt geworden ist? Die Kombination eben, also etwas Motorisches im Lachen verbrämt. Sie haben ja auch einen sehr stressigen Job. Ich bin sehr froh, dass Sie diese Zeit hier gefunden haben. Die wichtigen Dinge gehen. Aber auch zwischenzeitlich würde Ihnen das vielleicht gut tun, einfach mal hier in irgendeinem Nebenraum einfach mal kurz das Lachmotorrad zu machen. Ist wirklich eine Anregung und das kann was bringen, wirklich. Woran hat's gelegen? Ja, gut, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen. Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sag immer, woran die Lehen hat, weiß ich immer. Woran halt die Lehen? Na gut, ich sag mal so, woran halt die Lehen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran halt die Lehen und fragt man sich immer, woran die Lehen hat. Ist so. So viele Kopfbälle wahrscheinlich. Ich glaube, einige Kopfbälle hat er abbekommen. Wir haben hier noch ein Meme. Sie sind zu spät. Ist mir scheißegal, Sie sind eingestellt. Verstehe ich gar nicht. Nach der Bahn kann man heute, das ist ja wieder alles pünktlich geworden, seit wir regieren, kann man die Uhr stellen. Ja. Das heißt, wenn die Uhr nicht wirklich zuverlässig geht, dann wartet man, bis der 9 Uhr Zug kommt und dann ist man also sicher. Von daher, stimmt. Den Witz kapiere ich noch nicht mal. Das war's. Wie haben Ihnen die Memes gefallen? Ich finde es wirklich interessant. Also,
Top-Einführung in die Popkultur der Memes. Danke. Sehr gut. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann like das Video. Ich habe alle möglichen Channel von Herrn Lauterbach in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt kann ich nochmal sagen, liken. Ja, das Video auf jeden Fall liken. Das ist aus meiner Sicht das Video der Woche. Und danke für die Gelegenheit. Ja, und sagen Sie noch, Glocke aktivieren. Ja, auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Bis dann, tschüss.